Herzlich willkommen zurück bei Legendary Games. Wir spielen immer noch Accident Allies 1940 und das Spiel ist bereits in der 10. Runde. Ich würde aus Erfahrung sagen, das ist schon etwas mehr als die durchschnittliche Länge eines Spiels bei 1940 der Global Edition, in dem Fall genauer gesagt die Second Edition. Die meisten Spiele, würde ich sagen, ja, 8 bis 10 Runden im Durchschnitt vielleicht, dass sie zu Ende sind. Beziehungsweise bis eine Seite aufgibt, weil sie denkt, das Spiel nicht mehr gewinnen zu können. Also wir haben schon eine eher mittellange auf Partie auf jeden Fall schon am Laufen. Und ja, sind jetzt im Zug mit Japan. Sieht ganz gut aus in dem Spiel für uns. Und schauen mal auf den Zug von Russland. Wir sind ja davon ausgegangen, wir hatten jetzt in der letzten Runde kein Glück mit Deutschland beim Angriff auf Wologda. Wologda konnte gehalten werden und ermöglicht Russland die Rückeroberung von Archangelsk. Vor allem ermöglicht Russland aber die italienischen Panzer in Novosibirsk aufzureiben, die ansonsten sicher gewesen wären. Wir schauen uns an, was unser Gegner hier gespielt hat. Produziert 4 Artillerie, eine Infanterie, also versucht weiterhin den Druck für einen Gegenangriff auf die Achsenmächte hier aufrechtzuerhalten. Ja, interessant eigentlich, ob das zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch Sinn macht. Ja, ich würde fast sagen, es macht wohl Sinn. So viel Unterschied macht es ja nicht. Er hätte jetzt hier vielleicht eine Infanterieeinheit mehr gekriegt, wenn er Infanterie gekauft hätte. Aber ja, wirklich raus aus Moskau kann er ja nicht mehr so richtig. Und die Idee dahinter ist halt, okay, wenn die Alliierten hier aus Skandinavien oder jetzt die rückziehenden Briten aus Indien hier Druck machen auf diesen Stack in Briansk, dass er sich vielleicht mal bewegen muss und dann kann Russland natürlich mit Artillerie deutlich mehr anfangen als mit Infanterie. Okay, schauen uns den Combat Move an. Und Russland entscheidet sich dafür, Archangelsk anzugreifen und die italienischen Panzer zu verschonen. Okay. Ist etwas verwunderlich. Okay, denkt sich in dem Moment, okay, lieber Einheiten mit Deutschland tauschen auf der einen Seite, dann Archangelsk, das Bonuseinkommen sind 5 IPZs, wenn er es hier einnimmt, was aber nicht gesichert ist, weil ja 2 Verteidiger da sind. Also sollte eigentlich klappen, aber er hatte schon deutlich größeres Pech in solchen Kämpfen. Ja, und die italienischen Panzer überleben das dann hier. Wundert mich eigentlich, dass er dann nicht, ja, er könnte jetzt die russischen Panzer hier dazu noch einsetzen. Wundert mich eigentlich, dass er das nicht macht. Ja, es sind auch 2 deutsche Infanterie. Ja, okay, nee, das macht wahrscheinlich doch nicht so viel Sinn. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die italienischen Panzer überleben. Ich hätte als Russe hier wohl auch die Panzer als Ziel bevorzugt. Aber ist Geschmackssache. Er hält zwar eben so sein Einkommen hoch, bekommt dadurch die Einheiten, die er verliert, auch wieder ersetzt. Auch die italienischen Panzer, gut, lassen hier ein bisschen mehr Spielraum für Italien als Unterstützungsmacht im Osten. Okay, Combat, Archangelsk. Russland trifft 3-mal, Deutschland trifft 1-mal, damit ist es erobert. Und in Chaha 2 Infanterie gegen eine. Russland gewinnt ohne Verluste. Nimmt eine chinesische Republik ein, ein Territorium. Das bringt jetzt China noch kein Einkommen, nur dann, wenn Japan das nicht zurückerobert. Mal sehen, wir haben hier ein paar Ziele. Schauen wir mal, für was wir uns gleich entscheiden. Rückzug aus dem Fernen Osten. Bisschen Truppenverschiebung in der Mongolei. Okay, der Panzer aus Ägypten fährt zurück nach Irak. Das ist gut. Dann können wir uns hier auch wieder zurückziehen mit den Italienern. Wichtig nur, dass der Russe hier die beiden nordafrikanischen Gebiete nicht einnimmt. Ja, und 5 neue Einheiten für Russland und ein Einkommen von 24. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, aber das war eben diese Schlacht hier und ja, es können auch schlimmere Dinge passieren, als jetzt hier einmal dieses Land and Lease Objective zuzulassen. Wobei es tatsächlich ärgerlich ist, weil eigentlich ja vermeidbar. 24, damit ist Japan am Zug. So, Japan hat ja ein Einkommen von 84. Sehr stattlich. Wird Indien einnehmen, wird auch Indien erstmalig halten. Das heißt, wir wollen aber trotzdem nochmal mit schnellen Einheiten hier verstärken. Und dann haben wir natürlich den Pazifik mit ein paar australischen Einheiten im Südpazifik.
die aber nicht so richtig viel machen können. Die können hier Neuguinea zurückerobern oder Java. Sollten wir dafür gewappnet sein. Und vor allem die USA, die sich hier in Hawaii ihre Flotte gesammelt haben. Und ja, unsere Flotte ist noch geteilt. Ja, die Flotte in Hawaii ist dadurch für mich nicht angreifbar. Es sind viel zu viele Schiffe. Ich kann es mal durchrechnen, aber wir haben leider keine U-Boote. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir könnten mit drei Flugzeugträgern angreifen. Zwei Zerstörern. Nur, das sind zu wenig billige Einheiten, dass sich das lohnen würde. Dann kommen Flugzeuge hinzu. Ich gehe jetzt mal von sowas hier aus. Und der Bomber könnte noch mit angreifen. Und in der Verteidigung wären es diese zwei Flugzeuge noch. Aber einen ausgeglichenen Kampf. 64% für Japan. Aber alles stimmt nicht. Der Träger kann nicht mit angreifen. Dann ist er schlechter. Dann haben wir 40% negative Total Unit Value. Also kein Angriff von Japan auf Hawaii. Und die Frage ist, was stellen wir denn unserer Flotte an? Von Süden droht kaum Gefahr. Ja, wir sollten die Flotte sammeln. Leider kommen wir von Philippinen nicht bis nach Wake. Das heißt, Wake ist angesichts der Tatsache, dass die USA hier sieben U-Boote gebaut haben, auch nicht zu halten. Also selbst, ja, nee, das sind 11 U-Boote im Angriff. Hier ist noch ein zwölftes. Ja, Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, Flotten versammeln, strategisch günstig natürlich in den Karolinen und ja, in Japan Verstärkung bauen. Wir können hier blockieren, das heißt, wir könnten diese Runde schön mal ein paar U-Boote bauen, dass wir auch billige Einheiten auf See haben. Okay, dann fangen wir an Südostasien. Brauchen wir mal zwei mechanische Infanterie dazu. Panzer sind auch teuer und viel mehr werden wir hier gar nicht brauchen. Wir haben jetzt immerhin schon 11 Panzer da. Da hätten wir 15, das ist ganz schön. Dann brauchen wir ein paar Landeinheiten für Japan. Wir müssen erstmal schauen, U-Boote. Wie viele U-Boote können wir denn bauen? 8 ist ein bisschen viel. 7. 7, ja. So schauen wir es mal mit unseren Transportschiffen. Wir wollen natürlich Transportschiffe dann auch bei der Flotte dabei haben. Wir wollen auch die Truppen auf den Wake. Sollten wir vielleicht retten, weil die sind hier natürlich in Reichweite gegnerischer Flugzeuge. Das ist unsinnig, die hier zu lassen. Das heißt, den nehmen wir mit. Und da könnten wir noch einen Transporter mit. Wir haben hier drei Transportschiffe in Karolinen. Und werden einmal Druck auf Hawaii. Leichten Druck. Und aber auch Druck gleichzeitig auf Australien und während die USA hier weder im Norden viel anrichten können als auch im Süden. Genau, so werden wir das spielen. Das heißt, wir haben noch übrig 10 IPZs, machen noch drei Landeinheiten draus und ja, so sieht es doch ganz gut aus. Passt auch, wir können 10 Einheiten in Japan bauen. Okay. Dann einmal das Banalste zuerst, Indien. Das sollte für drei Treffer reichen. Dann, ja, hier nehmen wir Buryatien ein. Ulaanbaatar nehmen wir auch ein. Oder rücken wir mit allen hier konzentriert rein? Ist immer ein bisschen blöd hier im sowjetischen Osten. Durch diese Mongolei hier. Man quält sich da immer ewig lang durch. Es gibt kein Einkommen. Ja, und dann kommt man von Norden nach China und dann sind hier oben doch ein paar versprengte Russen, die wieder zurück angreifen können. Das ist immer ein bisschen ein Ärgernis hier. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch einnehmen sollten. Müssen wir mal schauen, wegen Landeplätzen. USA hat hier einen Bomber. 1, 2, 3, 4, 5. Kann nicht landen. Dann brauchen wir es auch nicht einnehmen. Dann ziehen wir uns eher nach Ulaanbaatar mit allen. Dann haben wir die Option Norden oder Süden. So, was machen wir hier in China? Die Russen angreifen, die Chinesen angreifen. In Qinghai kommen wir nicht hin. Suyuan könnten unsere, ja, ich glaube, China angreifen ist besser als Russland angreifen hier. Und dann könnten wir sowas hier machen. Wir sind dann sicher von einem Gegenangriff.
außer von Russland. Aber Russland darf gerne hier die Flugzeuge nach Osten fliegen. Das habe ich nichts dagegen. So, ja, aber es ist, wollen wir das wirklich? Ja, das ist kein Problem. Die können sie ja dabei auch verlieren. Es sind ja nur zwei Angreif drei angreifende Russen. Na ja, gut, bei drei. Ah, es ist wirklich zu überlegen, ob wir hier einen russischen Gegenangriff fürchten müssten. Wir können natürlich auch die Russen in Chahar angreifen. Da haben wir hier mit mehr Chinesen wieder zu schaffen. Aber durch mit Luftunterstützung sollte das dann eigentlich auch kein sehr großes Problem mehr sein. Ich würde lieber die Chinesen angreifen, aber der Gegenangriff von Russland, so unrealistisch wie er am Ende ist, ist doch eine Option. Oder kann sich Russland den leisten? Das weiß man jetzt noch nicht. Das hängt stark von Deutschland ab. Die deutsche Unterstützung auf Moskau kommt zu spät, also falls sie überhaupt nach Moskau fährt, kommt spät. Russland wird sich's leisten können, auf die Flugzeuge zu verzichten. Ja, notfalls kann mit britischen Flugzeugen ausgeholfen werden. Ja, okay, dann greifen wir tatsächlich die Russen an. Das ist nicht so geplant gewesen. Aber da kann dann kein Gegenangriff erfolgen. Den einen hier werden wir in Sicherheit bringen. Und dann können wir auch mit schnellen Einheiten hier gegebenenfalls noch unterstützen. Da haben wir hier noch einen. Ah, den sollten wir vielleicht. Ja, den können wir mitnehmen. Okay. So, dann hier der Zerstörer wird versenkt. Können wir Luftunterstützung mitnehmen? Die Frage ist, wie viel, weil hier gibt es noch ein U-Boot. Und wir könnten natürlich das U-Boot auch versenken. Ja, damit tauschen wir Zerstörer gegen U-Boote. Haben wir eigentlich kein Interesse dran. Nee. Das lassen wir. Damit geben wir nur den Flugzeugen hier Ziele. Natürlich haben unsere Flugzeuge damit auch ein Ziel, aber nee, das ist uninteressant. Das heißt, wir können hier den Zerstörer ein bisschen overhitten. Ja, und damit ist Japan eigentlich schon durch. Was wir haben hier noch? 1, 2, 3. Man könnte jetzt hier die Flotte in der 62 angreifen. Bringt halt unseren Flugzeugträger völlig außer Position und zusätzlich noch in Gefahr. Ja, wenn die USA hier, das ist tatsächlich eine Überlegung, hier mit zwei Zerstörern könnten wir die zwei U-Boote in der Sojuszone 63 aufreiben, könnten gleichzeitig mit dem Flugzeugträger unterstützt mit Flugzeugen aus den Karolinen hier die Australier von New South Wales versenken, Australien einen Schlag zufügen. Ja, es ist, glaube ich, nicht mal ein schlechter Zug. Das wäre dann sowas in der Art, aber dann müssen wir natürlich auch. Ja, dann müssen wir die Amis hier wieder blockieren. Die können die Japaner im Gegenschlag dann hier versenken. Und das wollen wir nicht. Das ist uns hier kein Flugzeugträger wert. Das ist, ja, was können die Australier machen? Die können Java einnehmen oder Neuguinea. Und da müssen wir halt ein Auge drauf haben, dass wir es zurück einnehmen können. Aber das ist auch schon alles. Deswegen werden wir Australien hier ignorieren. Auch die U-Boote. Die sind zwar ein Ärgernis, aber. Ja, dafür denkt Japan mittlerweile zu groß, nämlich hier an den, ja, daran, das Spiel hier tatsächlich zu gewinnen. So, kommen wir hier, wie weit kommen wir denn von Chaha nach Süden? Wir kommen nach Guangxi. Deswegen werden wir den Bomber hier wohl nicht verwenden. Wir wollen nämlich den Bomber dafür benutzen. Den Bomber wollen wir gerne dafür benutzen, um in der nächsten Runde Java theoretisch angreifen zu können, damit wir hier keine Schiffe in der Nähe lassen müssen für eine Rückeinnahme von Java. Und dafür ist der Bomber mit seiner Reichweite natürlich wie geschaffen. Der könnte von den Philippinen aus
Jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte von den Philippinen aus gut angreifen. Er könnte auch von Shan State aus angreifen und wäre dann hier noch in Reichweite der Chinesen. Das ist fast sogar noch besser. Da kommt er zwar nicht nach Wake, aber ja, das ist nicht so dramatisch. Wenn wir die Amerikaner hier ein bisschen von ihren Seebasen und Luftbasen weggelockt haben, da sind sie auch verwundbarer hier vor der Heimatküste in Hawaii, wenn man nicht viel ausrichten können. Okay, das heißt jetzt für den Bomber, wenn wir hier vielleicht noch mit angreifen, in Chaha, wie viele Flugzeuge wollen wir denn hier eigentlich? Ein paar Flugzeuge sollten schon da sein. Können wir, denke ich, mit einem Flugzeug können wir hier Chaha schon unterstützen. Dann sind die anderen außer Reichweite. Der Bomber hat einfach keinen guten Landeplatz. Kann leider nicht in Chaha mit unterstützen. Okay. Also Midway haben wir, Indien haben wir und Chaha auch. Damit ist Japan mit der Kampfplanung durch. Das U-Boot hier wird nicht versenkt. Indien, eieiei, so viele Treffer, das geht ja auf keine Kuhhaut. Wie das jetzt war, das so viel müsste man dann mal haben, wenn man irgendwie Moskau angreift. So, hier der Zerstörer hat überlebt, das ist gut. Spart uns einen Zerstörer zum Blockieren. Und in Chaha verlieren wir eine Infanterie. Ist in Ordnung. So, hier rücken wir vor. Den Infanteristen aus Shensi bringen wir selbstverständlich in Sicherheit. Bringen wir den hin nach Sikang möglicherweise. Oder nach Hopei. Ist relativ. Na, ist nicht egal. Bringen wir nach Sichuan. Obwohl, wir lassen ihn sogar im Osten. Die sollen sich die Chinesen ruhig nach Süden verschieben. Das macht uns nichts. Wir schauen hier, dass wir genügend haben. Genügend Einheiten haben, um vor einem Gegenangriff sicher zu sein. In Indien habe ich das richtig gezählt. 5 Artillerie, 5, jawohl, passt. Okay, wie viele Panzer haben wir? Wir hätten 6 Stück in Reichweite. Die werden wir auch brauchen. So passt das. Und dann können wir nächste Runde Einheiten in Indien produzieren. Dann nehmen wir auch hier das Maximum mit nach Westen, um hier die Briten weiter zurückzuschlagen. Denn hier jetzt Westindien zu verteidigen, macht für Großbritannien keinen Sinn mehr. So. Dann haben wir hier unsere Flugzeuge. Ja, auch in der Reichweite von Japan ist gar nicht schlecht. Und die anderen Flugzeuge Shan State, der Bomber nach Shan State. Einfach auch in der Reichweite von Großbritannien. Ja, unser U-Boot hier, das muss ich in Sicherheit bringen. Möchte natürlich weiterhin Konvois abfangen, ist jetzt in der Reichweite von dem Zerstörer, das können wir in der 70 machen. Wir können es auch in der 82 machen, jeweils ein Einkommen, britisches Einkommen von 2. Wir machen es aber in der 82. Denn wenn wir es in der 70 machen und der Zerstörer fährt hier in die 71, dann kann er uns im Prinzip jagen. Wir können natürlich auch zurück angreifen, auch vom Einkommen her spielt es keine Rolle und dann können wir vor ihm nicht mehr flüchten. Und hier können wir uns dann aussuchen, ob wir ihn angreifen oder ob wir weiter flüchten wollen. Wenn er im Hafen einen Zug mehr hat, können wir nicht aus der 70 flüchten. Okay, dann machen wir jetzt unsere Geschichte mit unseren Flotten. Landeinheiten in Karolin haben wir da eine ganze Menge. Hier unsere Flugzeuge landen wir dort. So, was brauchen wir für einen Gegenangriff auf Java? Eigentlich hier gar nichts mehr. Wir werden wohl nicht blockiert werden. Wir brauchen nur einen Transporter in Reichweite der Insel und das war's. Und das können wir leisten. Indem wir einfach hier parken. Und was haben wir noch? Wir haben hier noch
hier noch einen Transporter und hier noch einen. Die Infanterie von den Philippinen, die können wir eigentlich abziehen. Nehmen wir mal mit nach die Karolinen, da haben wir dann hier drei Transportschiffe. Das ist dann schon was, wo Australien unter Druck ist. Und mit dem anderen Transporter setzen wir hier die letzte Infanterie über. Gut, dann haben wir einen Flugzeugträger in den Karolinen. Der Transporter hier ist nicht wirklich in Gefahr. Das schauen wir uns gleich noch an. Ein Flugzeug haben wir noch. Können wir die Karolinen platzieren. Die Schiffe. Wie weit kommen denn die australischen U-Boote? Die kommen ja nicht in gefährliche Zonen, nur in die 42. Das heißt, wir können tatsächlich sogar alle Schiffe in die Karolinen mitnehmen. Maximaler Druck auf die USA. Mal schauen, dass ich jetzt keinen Quatsch erzählt habe. Aber ich positioniere mal die Einheiten so und dann schauen wir nochmal drüber. Wenn wir jetzt hier wirklich massiv aufbauen wollten, dann könnten wir das so machen. Hätten wir hier eine gigantische japanische Flotte. Das Transportschiff hier ist nicht angreifbar, hätte zwar Infanterie für einen Angriff auf Java, potenziellen oder theoretisch auch Neuguinea. Die Landeinheiten in den Karolinen sind ja auch noch in Reichweite. Und da haben wir nächste Runde einiges an Bedrohung, insbesondere für Australien. Bedrohung für die Amerikaner hält sich in Grenzen. Sie können hier natürlich nicht angreifen, das brauche ich nicht rechnen. Und wenn die Amerikaner vorfahren, ja, Wake Island werden sie wahrscheinlich jetzt einnehmen. Wir hätten jetzt auch eine Flotte, wo man nächste Runde überlegen könnte, auch Wake Island wieder zu besetzen. Allerdings nur, wenn wir es halten können jetzt, weil wir bräuchten Flugzeuge zur Verteidigung. Das hätten wir natürlich nicht, wenn wir es jetzt nicht halten können. Ja, die Amerikaner werden sich das holen, den Transporter opfern, vielleicht versuchen die Flotte nach Wake Island vorzufahren und wir, unser Job ist es dann, entweder so viele Angreifer zu bauen, dass es nicht geht für die USA. Allerdings in Reichweite der Westküste wird es eine schwierige Aufgabe. Oder eine Möglichkeit zu finden, die Gefahr hier teilweise zu ignorieren und auf die Eroberung von ja, Australien, der Hauptstadt Australiens, zu drängen. Das ist eben die Alternative an der Stelle. Ob dafür unsere Landstreitkräfte ausreichen, das weiß ich nicht. Australien hat ja auch einiges, kann noch jeweils jede Runde drei Einheiten bauen, ein bisschen blockieren, die Amerikaner können verstärken. Australien einnehmen ist schwieriger, als man oft denkt. Ich wüsste auch gar nicht, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich Australien schon mal eingenommen hätte, vielleicht mal in einem Spiel gegen einen Anfänger, aber meistens bietet sich es als japanisches Ziel gar nicht an, weil es einfach logistisch so schwer zu erreichen ist und die USA ja vom Norden her immer eine Bedrohung darstellen. So, das heißt, wir haben jetzt hier alle Einheiten bewegt. Was hier nochmal, das kann man doch hier irgendwie checken. Klick Unmoved Units, ah, genau, und dann kriegt man hier Einheiten angezeigt, die man gar nicht bewegen wollte. Jawohl. So. Ja, wenn jetzt Australien hier mit zwei Landeinheiten Java einnimmt, dann hätte ich hier einen Gegenangriff, der das natürlich nicht sicher zurück einnimmt. Aber immerhin von ja, 89% mit ja, den man wahrscheinlich gewinnen würde, aber das ist natürlich so eine Sache. Aber man kann natürlich auch noch ein Schiff zum Bombardieren mitnehmen. Will man natürlich nicht. Ja, mein anderer Langstreckenbomber ist ja leider abgestürzt im Pazifik, sonst könnten wir ihn dafür auch noch verwenden. Aber alles kein Beinbruch. Ja, damit ist Japan soweit durch. Die USA wird jetzt eben wahrscheinlich, nehme ich mal an, Wake einnehmen. Gut möglich, dass sie hier nach Süden fahren, glaube ich aber fast gar nicht. Die haben eigentlich kaum eine Möglichkeit, hier viel zu machen. Der Transporter hier ist von dem Bomber nicht angreifbar und mein Zerstörer hier blockiert sämtliche Angriffe über die See. Deswegen ist ja auch der Hintergrund, warum er hier in Wake diesen Seestützpunkt gebaut hat, damit eben Japan nicht mehr mit einer Seezone
den Angriff von Hawaii nach Japan blockieren kann. Und andersrum natürlich kann die USA auch mit einer Seezonenangriff von Japan nach Hawaii blockieren. Deswegen denke ich schon, dass er es hier zurückhaben möchte. Ob wir dann unsererseits einen Zerstörer abtauschen möchten oder werden, ist eher unwahrscheinlich. Ganz einfach deshalb, weil wir ein Feld weiter weg sind mit unserer Basis und wir müssten immer unsere Flugzeugträger vorziehen und machen sie dadurch verwundbar. Und Flugzeugträger vorziehen ist eben auch hier für die Amerikaner das Stichwort. Den Transporter könnten sie versenken, wenn sie hier einen Flugzeugträger in die 17, die 7, ja, in die 17 oder die 7 stellen. Und das wird er nicht überleben, der Träger. Deswegen wird ich ja auch diesen Transporter nicht angreifen. Ja. Okay, dann haben wir unsere Landeinheiten. Auch die in Japan und 7 U-Boote. Ja, wir haben ein gewaltiges Einkommen. Wir haben jetzt in dieser Runde wieder ein Einkommen von 84. Das ist mehr als die USA hat. Wir werden es natürlich hier trotzdem nicht schaffen, den Rüstwettbewerb gegen die USA zu gewinnen, wenn sie das nicht möchte, wenn sie es nicht erlaubt. Aber was wir auf jeden Fall damit schaffen, selbst wenn wir hier nicht die sechste Victory City zum Spielgewinn bekommen, was wir auf jeden Fall schaffen, ist, dass die Amerikaner gezwungen sind, eigentlich fast ihr komplettes Einkommen im Pazifik zu investieren. Ich meine, wenn sie hier eine Fabrik haben, die werden sie jetzt in dieser Runde auch bauen in Norwegen, dann werden sie auch in Norwegen jede Runde drei Einheiten bauen, wahrscheinlich Landeinheiten. Aber da wird auch immer wieder mal ein Schiff dabei sein, um den Anfahrtsweg zu sparen oder ein Flugzeug vielleicht. Wahrscheinlich eher Schiffe. Und ja, dann gewinnt hier Japan langsam aber sicher das Übergewicht. Und ja, dann, wenn die Amerika weiter im Pazifik Vollgas investiert, dann wird auch Deutschland es nicht sehr schwer haben, gegen die übrigen Alliierten zusammen mit Italien hier das europäische Festland zu halten. Ja, wir sind wieder gespannt, was die Amerikaner anstellen werden. Sind damit durch für Japan, Amerika, China und Großbritannien folgen.